Okay. Danke, kleiner Vogel. Genau, was ich gerade erzählen wollte. Und, ah! Na toll, darauf bin ich euch jetzt gar nicht vorbereitet. Und warum steht ihr ja gleich hier vor der Haustür? Das ist ja mal... Mann, Mann, Mann. Halt's Maul. Mann, ich komme immer raus, was ich erzählen will, weil jetzt kommt auf einmal hier Kämpfe und so. So, jetzt kann ich aber, glaube ich. So, und so war auch dieser Fluffy. Also eigentlich ist die Unterwelt ja das Böse. Das. Ach, guck mal, hier ist noch ein Kristall. So sind halt, so ist der Fluffy halt eben böse gewesen und wir sollten eigentlich nur Beruga wach machen, weil wir, Mann, ich komme immer raus, das ist unfair, das ist scheiße. Ich weiß gar nicht mal, wo ich überhaupt hin soll. Ich glaube, nach oben muss ich, oder? Also ich, suche hier kurz einen Weg raus und dann, rede ich weiter. Also wird das nichts. So, genau hier muss ich hin. Oh, wieso werde ich denn auch hier oben wieder hinbefallen? Hätte mich jetzt... Hätte nicht ein größerer Vogel kommen können, der mich gleich mitnehmen hätte können, tun, machen, sein? So. Alter, wie viel Geld es hier mal gibt. So, so, genau, Fluffy und, Ark. Wir waren uns ja dessen gar nicht bewusst, was wir da eigentlich machen. Wir sollten ja nur die Welt irgendwie retten und sie wieder in Berugas Hände geben. Aber das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Wir lassen uns doch nicht dann einfach töten, nur weil unser Auftrag zu Ende ist. Ich glaube, ich erkläre das irgendwie gerade ein bisschen falsch. Ich laufe in die falsche Richtung mal wieder. Mann! Weg. Das lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ist mir jetzt egal. So. Ich glaube, ich habe selbst nicht verstanden. Das liegt einfach nur daran, dass ich extrem abgelenkt bin, weil ich hier aus diesem Wald wieder raus will. Ich glaube, das ist wohl eher der Hauptgrund. Das mache ich gleich mal, wenn wir in der frischen Luft wieder sind. Also hier raus. Vielleicht macht es auch die Uhrzeit. Also eigentlich weiß ich, wie ich es erzählen will und wie es auch eigentlich ist. Aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal. Mich konzentrieren, dass ich raus will und über die Vergangenheit des Spiels reden. Also über die Geschichte des Spiels, nicht Vergangenheit. Siehst du, ich bin schon so verwirrt, dass ich nicht mehr reden kann. Ah. So. Ja, das Geld lasse ich jetzt einfach mal liegen. Tut mir leid. Wenn ihr flamet, werdet ihr geblockt. Ganz fertig. Ganz fertig? Ganz einfach. Ja, ich bin fertig. So. Und ganz einfach werde ich euch blocken, wenn ihr mir auf Eier geht. Ihr habt das Geld nicht aufgesammelt. Du bist voll der Noob. Du brauchst Geld. Guck dir mal an, wie viel Geld ich davon habe. Davon brauche ich nichts mehr. Das Einzige, was ich mir jetzt noch so groß im Spiel kaufen kann, das ist mir mein eigenes Haus und Möbel. Ja. Aber ich weiß im Moment gerade nicht, wie teuer das ist. Aber es sollte auch nicht so viel kosten. Oh, ich glaube, wir sind gleich am Ausgang. Hier kommt diese berühmte Geradeausstrecke, die nach unten führt. So. Nur Festerwald. Jawohl, wir sind draußen. Oh, endlich. So, also was ist gerade passiert? Unser eigenes Ich aus der anderen Welt, also aus der Oberwelt, weil wir kommen ja aus der Unterwelt, wollte uns töten, indem er uns wieder verwandelt. Also hat er uns in dem Sinne nicht töten wollen, er hat uns einfach nur wiedergeboren. Also wir wurden wiedergeboren, weil er uns getötet hat. So rum ist es. Und, genau. Und wir wurden, irgendwie wieder in die Oberwelt verfrachtet. Nein, wir sind ja auch in der Oberwelt, so. In den Non-Festerwelt verfrachtet. Wo wir wieder auf einmal ein Baby waren. Und zufällig ist Melina dort. Die, die wir mal vor langer Zeit das Sprechen wieder beigebracht haben. Und die, ja, hat quasi Baby gesittet. Und, als sie wegging, war die andere Melina da, die wir ja eigentlich kennen, aus unserer Unterwelt. Und sie bekam von Fluffy, dem Bösen, den Auftrag, dass sie uns umbringen soll. Weil ich noch ein Baby war und damit wehrlos. Dass ich mich wahrscheinlich... Aber, da ich ein Held bin, werde ich ja sowieso wiedergeboren. Aber vielleicht
in was anderes. Vielleicht hatte sie darin die Hoffnung oder, ach, keine Ahnung. Und, glücklicherweise sind wir erwacht, im Sinne von, als hätten wir geschlafen. Und, ja, dann kam der gute Fluffy, weil sich unsere Melina mit dem bösen Fluffy in den Tod gestürzt hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die beiden weg vom Bildschirm. Und der gute Fluffy hat uns sich gezeigt. Und jetzt müssen wir die bösen Mächte hier aus der Welt verjagen. Und das machen wir, indem wir uns Beruga stellen. Hier hat sich immer noch nichts verändert, noch nichts entwickelt. Es ist unglaublich, ich weiß nicht, wie sich das hier entwickelt. Meine Güte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Wir müssen auf zu Berugas Laborturm. Wieso tut sich hier nichts? Die Stadt müsste abfackeln. Und die Stadt, ja, keine Ahnung, sollte auch mal größer werden. Warum wird die Stadt nicht größer? Naja. Und Berugas Labor, das ist, wir können mal eben über die Map fliegen. Verstehe nicht, warum hier ein Haus ist. Neben einer Landebahn. Futschu! Und ab in die Luft. In Sibirien. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Der müsste jetzt eigentlich da sein. Auch genau. Hier ist Sibirien. Und hier müsste irgendwo Berugas Turm jetzt sein. Berugas Turm hier irgendwo sein? Also das ist sein alter Bunker hier. Skandia. Der Turm sollte jetzt eigentlich hier unten sein. Ach nee, da ist er. Da ist Berugas. Ein Turm sieht es zwar nicht aus, sieht aus wie eine normale Burg, aber wir nennen es mal Turm. Das heißt, ich kann jetzt hier zur Landung ansetzen. Na, hier nicht. Aber hier bei der Landebahn. Genau da. Futschung! Arschbombe! Futschung! So. Und ich würde einfach mal sagen, wir stellen uns Beruga. Das Gleichgewicht der Welt ist ja irgendwie durcheinander geraten und deswegen, was da noch gestanden hat, ich weiß ja, mein Gott. Also da ist so viel gerade passiert. Ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt, deswegen checke ich die Story vielleicht auch gerade nicht so ganz. So. Labor. So, bevor wir uns dem jetzt aber anschauen. Ach, guck mal, Perry ist auch dabei. Gehe ich nochmal ganz kurz raus. Hey, jetzt habe ich euch rangekriegt, ne? Nee, ich habe ja in der Komplettlösung gelesen, wo dieser Vogel ist, der uns nach Grönland fliegt. Und da habe ich auch mal wieder einen Blick drauf werfen können, was nur noch kommt. Und es kommen jetzt nicht mehr viel. Also ich glaube, ich kann... Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Also wenn es gut läuft, dann werde ich jetzt das Spiel in dieser Aufnahmesession durchspielen. Und ja, das war's dann mit dem LP. Ich hole mir noch gerade einen Bonbon hier aus meinem Glas. Der ist nicht ganz so, weil das genau der Bonbon ist, den ich genau nicht mag. Einen Moment. So. Schon besser. So. Dann wollen wir mal. Hi. Überlass es Perry. Ich weiß, wo wir Beruga finden. Wie aufregend. Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, Liam weiß das auch. Ui. Hoppala. Der kam unerwartet. Endlich bist du da. Dies ist Berugas Laborturm. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrundes die Welt befreit.
Ich weiß nicht, was für ein Wesen... Was? Ich weiß nicht, was es für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Komari hat verkündet, dass nur Ark die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um zu helfen. Perry, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Ark, ich vertraue dir, Merlin an. Ah. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Ark, versuche nicht, mich aufzuhalten. Habe ich nicht vor. Wie aufregend. Na toll, die sagen mir wieder dasselbe. Welche Tür wollen sie denn nehmen? Das ist doch hier der einzige Eingang, oder? Ach, egal. Ark? Wir kommen doch am Stück hier heraus, oder? Dort vorne ist eine Überwachungskamera, die übernehme ich. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Immer noch nicht. Falls er mir nicht glaubt. Geht nichts. Gut, Ark, ich bin beruhigt. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Hallo, endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Los gehen wir, Wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Mein Gott. Ich sollte nicht so schnell über die Texte immer mit meinen Augen fliegen. Da, Vorsicht, ein Roboter! Ich werde ein Trugbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Okay. Ah! Nein! Oh. Au! Aua! Autsch! Wo bringt mich das denn jetzt hin? Ach. Bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Pah, deshalb hat alles so gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer ist. Beschwer dich nicht. Lass uns weitermachen. Ah, muss gleich reden. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Mayo hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verletzen würden. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Warte hier, ich werde die Feuerluke verschließen. Yeah. Was macht der da? Ark, alles klar, jetzt geht's los. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Merlin begleiten. Ark, du gehst vor. Wow, Rieseneiswürfel! Da hat man gerade gesehen. Ich habe ja mal gesagt, dass die eine Menge Geld droppen. So diese... Ach! 3-Taler-Haufen. Da hat man es auch gerade gesehen. Bleib hier! Ah! So. Ah, Feider. Es ist lange her, Ark. Du hast viel bewegt. Man muss 2 der Hebel gleichzeitig betätigen, um die Luke zu öffnen. Ark, nimm diesen Hebel. Okay. Bereit, Feider? Dann los. Jetzt. Offen, wir treffen uns später. Tschüss. So, ich werde mich mal trotzdem mal ganz kurz heilen gehen. So. Ich glaube mal, dass das hier weitergeht, aber ich gucke mir trotzdem noch hier ein bisschen die anderen Räume an. Ob es
hier noch irgendwo. Oh, was machen die beiden denn hier? Gibt's hier was?